Wir laufen heute von der Heiligen Beule nach Taizé. Wir werden dann noch heiliger. Edith, du musst doch nicht zeigen, dass wir gleich alles mit dem Bus machen. Nein, ich wollte nur Foto machen. Ach so. Ja, nee, wir fahren auch gar nicht mit dem Bus. Heute ist der fünfte Wandertag. Die Stimmung ist getrübt. Ich habe meine Sonnenbrille gestern vergessen. Irgendwo auf dem Weg. Das ist voll weil ohne Sonnenbrille da kommt die Sonne einfach nicht. Das heißt, es wird heute regnen. Weil wenn es nicht regnet, sondern ganz die Sonne scheint, dann bin ich auch noch saurer. Weil dann habe ich nämlich keine Sonnenbrille. Das ist alles. Aber nun, dann ist es so. Meine schöne Sonnenbrille. Was die jetzt wohl macht. Meinst du, die hat Heimweh so ganz alleine? Ja, gestern schon. Vielleicht haben sie die hängenden Viecher schon aufgefressen. Die Brillen werden so schnell erwachsen und jetzt ist sie weg. Hoffentlich lernt sie eine andere Brille kennen und hat ein glückliches Leben. Eine Schnecke ohne Häuschen. Die hat ihr Häuschen verloren. So wie ich meine Sonnenbrille. Hier ist doch mal schön, oder? Wir gerade schön dabei. So langsam kommen wir dem auf die Spur, was mit meiner Brille passiert sein kann. Es war wahrscheinlich die gemeine Chinchilla. Wie man hier gerade sieht, hat es etwas geregnet. Ohne meine Sonnenbrille ist halt auch keine Sonne zu erwarten.
Den nächsten Teil der Strecke laufen wir entlang einer ehemaligen Bahnstrecke. Die Bahnstrecke wurde zurückgebaut und ein Radweg ist hier hergestellt worden, wie bei uns die alten Alleenradwege. Ja, für den Herrn Storkmann. Hier sind wir. Wir haben gerade unsere Unterkunft erreicht und werden uns gleich nach Tessé aufmachen. Wobei Kirchen haben wir auch hier genug. Edith, guck mal, was da oben steht. Wow. Ich muss sagen, dass man hier in Frankreich schon ein bisschen weiter ist. Hier hat man über Ise und mich ein Buch geschrieben, auf dem Weg des St. Jakob. Und das ist nämlich unsere nächste Etappe im nächsten Jahr. Das ist schon verrückt, dass sie jetzt schon das Buch über uns geschrieben haben. Also Respekt. Wir befinden uns gerade in Tessé. Haben uns gerade in Tessé einen Stempel abgeholt und werden hier jetzt ein bisschen rumlaufen und uns nun werden wir etwas rumlaufen und die Stimmung etwas auffangen. Und Cut.